Die Politik des Faschismus war gegen die Minderheiten, nicht nur Sprachminderheiten, sondern kulturelle Minderheiten und natürlich auch politische Minderheiten. Also der Faschismus hat sich in den 20er Jahren zu einer Diktatur entwickelt und Südtirol war irgendwie ein Pilotprojekt sozusagen, wie man mit Minderheiten umgeht. Und das heißt, die Politik war die der sogenannten Italienisierung. Diese Zeit war eine schreckliche Zeit. Also diese Monate vom Jahr 1939 waren eine sehr traumatische Zeit für Südtirol, weil eben diese Entscheidung gar nicht so leicht war. Es war eine Entscheidung zwischen zwei Diktaturen und die Heimat zu verlassen war und ist immer für uns Südtiroler eine sehr schwierige Entscheidung. In diesem Zusammenhang war Josef Mayr-Nusser ein sogenannter Dableiber, das heißt, also die Dableiber waren diese Gruppe, die vielleicht bewusster waren als viele anderen und die ganz klar gesehen haben, dass es keine kluge Entscheidung die für Hitler ist. Natürlich waren sie nicht Mussolinis Anhänger. Sie haben auch ganz gut gewusst, dass der Faschismus nicht gut war. Aber sie haben auch gewusst, dass alles auf dieser Welt ein Ende haben wird und so auch Mussolini und auch Hitler und so ist es auch gewesen. Mayr-Nusser ist und wird bleiben ein Stolperstein. Es ist immer so, wenn einer Nein sagt, wo alle anderen Ja sagen, das ist natürlich schwierig für die anderen, das zu akzeptieren. Seine Geschichte zwingt uns alle immer, uns Fragen zu stellen. Und zwar zur Gegenwart, also wie wir unsere Entscheidungen treffen.